Liebe Mitfeiernde über Livestream mit den Schwestern im Kloster Nordkaseck verbunden, wir heißen Sie heute Morgen ganz herzlich zur Eucharistiefeier willkommen. Ich selber bin bei Ursulininnen in die Schule gegangen für eine Weile. Und wir begehen heute den Gedenktag der heiligen Ursula und ihrer Gefährtinnen. Ursula, die angeblich 383 verstorben ist, war Legenden vom 9. bis zum 13. Jahrhundert zufolge eine bretonische Königstochter, die vor ihrer Heirat mit dem Sohn des heidnischen englischen Königs zusammen mit 10 Gefährtinnen und vielleicht weiteren 11.000 Jungfrauen eine Wallfahrt nach Rom machte und auf dem Rückweg Richtung England zusammen mit dem ganzen Gefolge von den Hunnen in Köln getötet wurde. Namentlich als Gefährtinnen erwähnt werden in den frühesten Legenden Cordula, Aucta und Odilia. Angela von Merici gab im 16. Jahrhundert der von ihr gegründeten Ordensgemeinschaft den Namen Ursulinen. Menschen, die dem Evangelium ein Gesicht geben, wie diese Frauen, die leben etwas ganz Besonderes und Kostbares in unsere Welt. Sie lassen sich von Gott führen, sie lassen sich von ihm füllen, machen sich auf mit ihm und für ihn. Sie haben vielleicht sogar den Mut zu leiden, weil sie in Gott geborgen sich fühlen, weil sie sich von ihm trösten lassen wollen. Das große Geheimnis des Leides ist, dass ich mich trösten lassen darf, von Gott getröstet bin. Unsere heutige Gesellschaft tendiert dazu, alles andere in sich hineinzustopfen, um diesen Trost zu gewinnen. Aber sie vergessen dabei, dass sie so nicht mehr getröstet werden können von Gott. Machen wir uns ganz auf, dass wir uns von ihm füllen lassen, von ihm Getröstete sind, die so die frohe Botschaft in die Welt hineintragen, sich wagen, sie zu leben, auch in dem vielen wieder. Eine segensvolle Andacht und einen ganz schönen Tag. Thank you.
Die Märtyrer haben auf Erden ihr Blut für Jesus Christus vergossen. Darum belohnt er sie mit ewigem Leben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, am Anfang dieses Gottesdienstes wollen wir Gott um Vergebung bitten. Ich bekenne Gott dem Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiliges und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott unser. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er nehme von uns, was uns voneinander und von ihm trennt, damit wir mit dankbarem und gläubigem Herzen diesen Gottesdienst feiern. Amen. Lasset uns beten. Gott, du hast der heiligen Ursula und ihren Gefährtinnen Kraft und Standhaftigkeit im Martyrium gegeben und sie so zur Schau deiner Herrlichkeit geführt. Stärke uns auf ihre Fürbitte im Glauben und in der Liebe und gib uns ewige Gemeinschaft mit ihnen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. In der Lesung erinnert der Apostel Paulus die Galater, dass Gott ihnen in zuvorkommender Liebe durch und in Jesus Christus die Sünden vergeben, sie von ihren Sünden befreit hat. Und er ermutigt sie, in dieser Gnade der Freiheit festzustehen und sich nicht von Neuem eine Last, ein Joch auflegen zu lassen. Und es besteht ja die Gefahr, dass sie den Evangeliumsverdrehern folgen und sich beschneiden lassen. Und das bedeutet, dass sie dann auch das Gesetz erfüllen müssen. Und Paulus sagt ihnen klar, wenn ihr euch beschneiden lässt, dann müsst ihr das ganze mosaische Gesetz halten. Und wenn ihr meint, dass ihr zu Christus gehört und dann Erleichterung bei der Erfüllung des Gesetzes habt, da täuscht ihr euch. Ihr müsst es wie jeder Jude komplett erfüllen. Und er sagt ihnen auch, das, was ihr bezweckt, nämlich die Gerechtmachung zu erlangen, erlangt ihr nicht. Ihr trennt euch von Jesus und ihr fallt aus der Gnade heraus. Und schlussendlich sagt Paulus, ob beschnitten oder unbeschnitten, darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, auf die zuvorkommende Liebe Gottes in Jesus Christus, mit Trauen, mit Liebe zu antworten. Lesung aus dem Brief an die Galater. Zur Freiheit hat uns Christus befreit.
Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch in der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nicht nützen. Ich bezeuge wiederum jedem Menschen, der sich beschneiden lässt. Er ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Ihr, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, seid von Christus getrennt. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Denn wir erwarten im Geist aus dem Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus vermag weder die Beschneidung noch die Unbeschnittenheit etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Wort des lebendigen Gottes. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, O Herr. Einer aus der Volksmenge bat Jesus: Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Er erwiderte ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler bei euch eingesetzt? Dann sagte er zu den Leuten: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn das Leben eines Menschen besteht nicht darin, dass einer im Überfluss seines Besitzes lebt. Und er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er bei sich selbst: Was soll ich tun? Ich habe keinen Platz, wo ich meine Ernte unterbringen könnte. Schließlich sagte er: So will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann werde ich zu meiner Seele sagen: Seele, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freue dich. Da sprach Gott zu ihm:
du Narr. Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann das gehören, was du angehäuft hast? So geht es einem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nicht reich ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, ein Mann tritt aus der Volksmenge heraus, wendet sich an Jesus und ersucht ihn, dass er seinem Bruder sagt, er möge das Erbe mit ihm teilen. Und es scheint, als würde Jesus ihn brüsk zurückweisen. Aber er gibt wahrscheinlich dem Bittsteller und seinem Bruder eine klare Weisung. Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Das betrifft nicht nur den einen, sondern wahrscheinlich auch den anderen. Denn das Leben eines Menschen besteht nicht darin, dass einer im Überfluss seines Besitzes lebt. Und dann spricht er dieses wunderbare Gleichnis aus, das uns noch einmal vertiefend sagt, warum es für Reiche schwer ist, in das Gottesreich zu kommen. Aber es hat auch etwas mit uns zu tun. Da ist zunächst einmal der Kairos, diese Stunde, dieser Augenblick, dieser Moment, den Gott jedem Menschen schenkt, um eine wichtige, lebensentscheidende Entscheidung zu treffen. Und dieser reiche Mann bekommt seinen Kairos. Aber wie geht er damit um? Er verdirbt ihn. Denn er hat keine Zeit, darüber nachzudenken, was diese reiche Ernte für ihn bedeuten könnte. Er ist nur mit dem Gedanken beschäftigt, wie kann ich diesen Reichtum, diese gute Ernte sicherstellen. Er führt ein Selbstgespräch und dann im Selbstgespräch gleich noch ein weiteres. Er ist so in sich verschlossen, so allein mit sich beschäftigt, dass er keinen Gedanken verschwendet, dass er vielleicht diese reiche Ernte teilen könnte und vielleicht auch in Dankbarkeit an Gott denkt. Diese reiche Ernte und wie der Mann damit umgeht, sagt uns, ins Reich Gottes können die nicht kommen, die nur in Selbstbezogenheit, Egoismus und Fixierung auf den eigenen Vorteil getrimmt sind. Das, was Reiche auch hindert, die nur beschäftigt sind, ihren Reichtum zu vermehren, die wissen gar nicht, was in der Welt vor sich geht. Nämlich, dass da einer ist, der das Reich Gottes proklamiert und uns einlädt, Teil dieses Gottesreiches zu werden. Aber es ist so, dass dieser reiche Kornbauer gar nicht wie eine Karikatur dargestellt wird, wie ein dümmlicher Mann. Im Gegenteil, er plant, er sieht die reiche Ernte, er plant, er trifft Vorkehrungen
und er tut das Nötige. Er sorgt vor für die nächsten Jahre. Doch eigentlich klug. Und dennoch, was hindert Reiche, in das Reich Gottes zu kommen? Erstens, wie wir gesehen haben, der Egoismus. Und zweitens, dass ein Mensch so sehr in der Sorge um das eigene Wohl aufgehen kann, dass er nicht wahrnimmt, dass er auch in das Reich Gottes eintreten könnte. So geht es einem jeden, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nicht reich ist. Zu Jesus Christus, von dessen Liebe uns nichts scheiden kann, wollen wir beten. Herr, erhöre unser Gebet. Herr, erhöre unser Gebet. Wecke in allen Christen ein unerschütterliches Vertrauen auf deine Hilfe. Herr, erhöre unser Gebet. Lass die Regierenden aufrichtig für den Frieden arbeiten. Herr, erhöre unser Gebet. Entreiß die Bedrängten all ihren Ängsten. Herr, erhöre unser Gebet. Rufe zu dir, die in der Hoffnung auf dich entschlafen sind. Herr, erhöre unser Gebet. Treuer Gott, mehre in uns den Glauben, für den die heilige Ursula und ihre Gefährtinnen das Leben hingaben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Barmherziger Gott, um das Martyrium deiner Heiligen zu feiern, bringen wir die Gaben zu deinem Altar. Aus der Feier der Eucharistie schöpfte die heilige Ursula mit ihren Gefährtinnen Kraft in der Zeit ihrer Prüfung. Das heilige Sakrament schenke auch uns Standhaftigkeit in der Bedrängnis. Darum bitten wir, durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Größe zu rühmen. Im Martyrium der heiligen Ursula und ihrer Gefährtinnen offenbarst du das Wunder deiner Gnade. Denn in der menschlichen Schwachheit bringst du deine göttliche Kraft zur Vollendung. Sie sind Jesus Christus nachgefolgt auf dem Weg des Leidens und haben ihr Blut vergossen als Zeuginnen des Glaubens. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater,
feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ermache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit der heiligen Ursula und ihren Gefährtinnen, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Markus und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester, Diakone und Ordensleute, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von allem Bösen. Denn dein ist das Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Lamm Gottes, seht das gebrochene Brot und den verwandelten Wein und erkennt Jesus als unter uns gegenwärtig. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Lasset uns beten. Herr unser Gott, gewähre uns durch das heilige Sakrament deine reiche Gnade und lehre uns durch das Beispiel der Märtyrerinnen in Geduld und Standhaftigkeit das Böse zu besiegen, damit wir in der Gemeinschaft der Heiligen die Krone des Lebens erlangen. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne und beschütze euch der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Denn durch dein